Und weiter geht's hier bei Borderlands. Der Heider nimmt auf. Ja. Sehr gut. Dann wollen wir mal mit dem Heider und dem Bulle. Und dem World Largest Bullet, das ausschaut wie ein Riesenpenis. Wie war das mit Riesenblödsinn? Riesenpenis. An der Anwohnerwanzelle. So. Wow! Gott, dammit. Dammit. So viele Wellen. Wo ist die Moxie zu Hause? Ich hab's schon wieder vergessen. Müssen wieder umdrehen. Bist du sicher, dass wir da bei der Moxie sind? Nein, wir müssen umdrehen, habe ich ja gesagt. Wir müssen aus dem Menü raus. Ja. Ich hab dir live vor zwei Teilen gefragt. Ist Moxie's Underdome nicht drüben bei den Salty Plains? Sagst du ja. Ich hab nicht zugehört. Ja, solltest du aber. Meint du es auch, wenn man mir was fragt. So. Wieder diese verdammte Ridgeway. Ach, was soll's? Na. Haben wir eh alles erledigt von den Missionen jetzt in dem. Ja, deswegen machen wir jetzt diesen schönen Trick mit Neuladen. Und dann sind wir gleich wieder bei T-Bone Junction. Dann geht das Ganze ohne Scheiß 3 Minuten schneller. Das ist herrlich. Es ist Ente. Es quakt. Heider, lass es quaken. Wuff. Gut, das ist jetzt vielleicht eine Fellente, aber immerhin eine Ente. Kleine Frage, ist sie denn entlost? Sie ist entent. Ent wat? Ententet. Das arme Tier. Das hast du wahrscheinlich die Türe ins Gesicht kriegt. Gehst du zum Bounty oder? Nein, ich mach das schon. Mach ich gern, Moxie, wenn der Heider mir das nächste Mal auf Anhieb sagt, wo du bist. So, Drifter lief da. Passt. Abgeschlossen. Aber ich bin fast Level 44. Fällt noch ein Drittel von einem Strich. Mir ist die Hälfte. Hm? Mir ist es die Hälfte. Von einem Strich? Jo. Na, denn die, dass du mit die Criticals mehr EP kriegst, das merkt man wirklich. Give us your hungry and we feed it to the leftovers? What? Boah, Glück gehabt. Ich frage erst gar nicht mal. Ja, wenn du aus dem Boost rausgehst, macht der ganze Wagen immer einen dezenten Schlenker. Das ist nicht schön. Hm, wir müssen durchs ganze Level durch. Warte mal, wir sind jetzt wo? The Ridgeway. Warte mal, was ist denn das Rufzeichen? Bounty Board? Da gibt's ein Bounty Board? Okay, Heider, auf der Karte gibt's ein Bounty Board. Ich sehe gar nichts von wegen Rufzeichen. Doch, das ist ein Bounty Board. Siehst du das Rufzeichen nicht? Nein. Das ist dann merkwürdig. Nee, ohne Scheiß, das ist ein Rufzeichen. Ich bin gespannt. Ja. Ich auch, weil... Eigentlich gibt es ja meistens nur Bounty Board bei den DLCs bei der Heimatstadt quasi. Ach was soll's, geh mal Kerne glauben. Zumindest die zwei. Okay, Heider, fahr weiter. Warte mal, na, Blödsinn, da ist das Bounty Board. Ach du Scheiße. Zieh es erst. Oh, da ist wieder so ein Schockbohr. Wo ist hier ein Bounty Board? Würde ehrlich gesagt auch gerne wissen. Eingezeichnet ist es da drüben? Hä? Warte mal, das ist da irgendwo eingezeichnet. Das ist da, wo ich stehe, ist es eingezeichnet. Okay, sagen wir einfach mal, das ist ein kompletter Blödsinn, dass das da sein soll, oder?
Dann ist eine Frage. Erstens, brauchst du Hilfe? Zweitens... Eigentlich nicht. Wie schaut's aus? Morgen. Oh, da geht ja ordentlich was weiter. Der schießt bloß. Ach, der. Verstehe, minderwertige Gangskomplexe, ha? 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 Da kommt keiner ran. Ja gut, wir können eigentlich weiterfahren, weil ich war jetzt da, wo das eingezeichnet ist, aber da ist definitiv nichts. Wie gesagt, ich hab's nicht gesehen. Ja, ich bin da gestanden, wo es bei mir auf der Map eingezeichnet ist, aber da ist nichts. War das ein Headshot von dir oder von mir? Von dir. Okay. Ich hab gerade Waffe gewechselt. Wo ist das Auto? Da ist das Auto! Schießen wir weiter, oder bist du noch im Gegner genommen? Ich habe ihn dir gerade genau vor die Füße geworfen. Ja, ist X. Okay. Nein, in die Richtung müssen wir weiter. Okay. Sehr, sehr merkwürdig, das mit dem Bounty Board, muss ich schon sagen. Wie gesagt, ich sehe keins. Ja, also es war angezeichnet bei der Map bei mir. Könnte aber auch ein Snickersboard sein, ich hab keine Ahnung. Schleichwerbung. Schleichwerbungsmodus aktiviert. Warum? Wir sind doch hier im wunderbaren Cola Street, wo das Glück noch so fließt. Warum? Pff. What the fuck? Unsichtbare Wand, FTW. Nach links lenken, nach links lenken. Okay, das war keine schlechte Idee. Da ist der Dome. Der Underdome. Von der Moxie. Die Moxie ist cool. Wenn man mit der Moxie spricht, zieht man einfach nur noch so zwei merkwürdige Argumente. Ja. Ja, ja, ja. Du ja. Kickflip. Okay. Diesmal erst zum Moxie? Schon, oder? Mhm. Okay. Führe mich, mein Heider. Einfach immer nur den Wüste folgen. Oh, warte mal, da steht Underdome und ich sehe da eine schöne Straßenschnecke. Also weiter hinfahren. Versuchen, ja, den Heider zu ertränken. Das übe ich halt. Huch. Das war dann wohl etwas knapper. Headshot. Ja. Ach, Heider. Denk an Genf. Scheiße. Seele der Straße. Sie ist ein Endboss für mich. What the fuck? Und da bin ich wieder. Da hat's mir wohl... Also, mir hat's geleckt, wieso? Ja, weil mir auf einmal das Spiel minimiert wurde. Na gut, das geht ja wohl wieder. Hast irgendwer von uns Lifesteal oder sowas? Lifesteal? Nee, warum? Weil jedes Mal, wenn ich nicht sie mit dieser Kurz Power anschieß, sich die ganzen Lebenssachen. Vielleicht ist es ja das. Ja, vielleicht ist die Waffen, hat das der. Und ich verliere Leben dabei. Okay. Der Bruiser kann ja gar nichts. Die kennen wir alle nichts. Und weg mit dem. Nein. Na, das war mal Säure. Okay, dann wollen wir mal Moxie Hallo sagen. Also zum Moxie 1 und zum Moxie 2.
Aham. Hi Moxie. Loop? Was? Loop of the Loop? Okay. Na gut. Die schaut irgendwie ein bisschen arg gelangweilt aus, die Moxie. Hast du die Flaschen wegzuschütten? Nein, dann wird's geleckt. Ah, na dann. Ja, was will man dann mehr, ne? Verbindung spackt. Mhm. Die Verbindung spackt wirklich, ja. Okay, wir müssen Loop of the Loop machen. Warte mal, das ist... Ja, das ist da drüben. Das ist auch ein Road's End. Also da haben wir jetzt schon drei... Quests. Ich bin dann nicht da. Jetzt bin ich da. Okay, dann müssen wir mal die Bridge activaten, also machen wir das auch. Wo ist denn das? Es ist auf der Karte markiert. Mit einem Markierer. Mit dem Markierer. Der ist super heftig. So. Müssen darüber. Okay. Ist einfach geradeaus darüber. Ah, ich weiß schon, was wir machen müssen. Oh cool, das wird jetzt eine merkwürdige Lichtbrücke. Wie man sie ganz oft in Haylord. Haylord. Nein, Halo. Wir müssen darauf. Juhu! Dann wollen wir mal. Ah jawohl. Ja klar. Das erste, was ich sehe, Chemical. Toll. Mach doch mal diesen Chemical, Hugo. Einer hat die Robo-Stanze, ich hab die Robo-Stanze. Rawr. Brawl! Brawl! Man muss brawlen mit der Robo-Stanze. Brawlen! Warte mal, wo können wir die aktivieren, die Brücke? Die aktivieren. Oh, ich weiß nicht, wo sie aktiviert. Bleib du oben. Ich aktiviere mal die Brücke. Dann lauf mal drüber, mein Heider. Du kannst es tun, oh Heidamun. Das ist mir, sieht mir ziemlich unsicher aus. Ach, simuliert jetzt. Ah. Hm, wo ist mein Wuhle? Du kannst schon los. Ja. Was denn? Nochmal, ich gehe hin, jetzt halt es irgendwo das drückt zum wie geht doch. Hey. So, what? You would not believe the shit I have to put up with. Okay? The Admiral just made me French toast out of a sock and some freaking gum. Mate, all bets are off. I'm gonna have to kill you now. Sorry. Na dann. Hier gibt es noch ganz, ganz schnell einen Skillpunkt aus und dann kann es losgehen. Und los. Ich weiß, den Alpha Scale killen müssen. Der General Knox ist einfach nur schon so Depri, das ist ja echt hart. Aber jetzt mal im Ernst, wenn du an Toast aus dem Socken gemacht kriegst, also... Das ist schon die Härte. Ja, definitiv. Sehr schön. Warte mal, da gibt es doch sicherlich Nebenmissionen.
Fangen wir mal damit an. Wo sind wir hier? Road's End. Ja, ihr habt drei Nebenmissionen. Ja. Ich brauch das ganz Fingerding. Vector ist Drecks. Oh, da muss sie, die Caressia. Gunslinger, Bitch! Na komm! Jawohl, hab sie getroffen, hab sie nochmal getroffen. Und weg ist er. Hihihi! Okay. Machen wir als erstes die Dings, die Noxed out, oder? Die Echoes. Bin immer echt gespannt, was er Nox dazu zu sagen hat. Und los. General Nox update to Admiral Mikey, log file number one. I just arrived on Pandora and have been investigating where Commandant Steele failed. I mean, other than getting impaled by a plate of calamari. Admiral, I expect orders as to my current mission soon. I'll reply when I receive them. General Alfonso Nox, out. Alfonso Nox, okay. Das klingt aber ganz cool. Klingt aber jetzt schon extrem begeistert. Aber noch nicht so, dass man sagt, das ist komplett deprimierend, was er das so macht. Mhm. Ich bin gespannt, wie wir da rüberkommen. Mit viel Liebe! Und dann den Racer. Warte mal, okay. Level 38 Drift, das wird immer schöner. Wo ist sie denn hin? Scheiben. Wie kommen wir vor allem, wie kommen wir da rüber? Warte mal, da ist eine. Hä? Oh, da ist ein Lock. Du machst das Lock, ich mach die Skags. Ja, gleich. Okay, jetzt mache ich das Lock. Und los. General Nox update to Admiral Mikey, log file 2. Do I really have to say that every time? It seems a bit verbose when updating you on my current actions and ordeals. Anyway, perhaps this is some kind of a joke, sir. I've begun stockpiling the munitions for what I believe to be the mission at hand. That is retaking Pandora to ensure our control over alien technology, which ensures our intergalactic dominance. When I received a package from you, Mark. Nein, er hat aufgehört bei mir. Mir auch. Nein! Scheiße! Sollen wir niemals erfahren, was in dem Package drin ist? Hm, fuck, ja. Wir wissen, ob man da raufkommt irgendwie. Schaut aber ein bisschen aus, als wenn das eine Nebenmission wäre, dass man das aktivieren muss, oder? Ja. Yep. Na gut. Beziehungsweise, vielleicht kommen wir oben auf ein Seil rauf. Auf Seil rauf. Nach dir. Na, ich werde es probieren. Nein, das ist dann... Okay. Na, ich glaube nicht. Okay. Hoffe zumindest, dass es eine Nebenmission ist. Ma, jetzt werden wir nie wissen, was da in dem Bäckchen war. Von General Nox. Wahrscheinlich von Pink Panties. Ja. Na gut, Pink Panties oder nicht. Beim nächsten Teil erfahren wir mehr. Servus, Leute. Ja.